Ich stelle euch heute Vroom Kaboom vor. Vroom Kaboom bietet eine völlig neuartige Spielerfahrung als Tower Rush mit Fahrzeugen, vereint das Spiel Elemente aus Sammelkartenspielen, Tower Defense und Mehrspieler-Online-Schlachten. Kämpfe dabei im 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 und macht die Straßen auch im VR-Modus unsicher. Das heißt, ihr könnt entweder im VR-Modus spielen oder aber auch ganz normal ohne VR-Brille das Spiel genießen. Ihr könnt dabei aus 70 verschiedenen Einheiten ein Deck erstellen, das eurer komplett eigenen Spielweise entspricht. Ihr erhaltet durch Siege neue Karten und Teile und schaltet dabei auch neuere und noch stärkere Einheiten frei. Ihr könnt die Fahrzeuge einfach auf das Schlachtfeld entsenden. Ihr könnt die Fahrzeuge selber fahren, dabei springen, schießen und alles, um euch dann den Sieg zu holen. Man kann andere Fahrzeuge rammen und dann gleichzeitig auch versuchen, die gegnerische Verteidigung zu sprengen und dann auch deren eigene Panzer zu zerstören. Panzer kann man im Übrigen auch fahren, was ich sehr, sehr cool finde. Es gibt drei Fraktionen mit jeweils eigenen Karten zum Sammeln, genauso wie halt eben auch eigene Fahrzeuge zum Fahren und auch neue Umgebungen und dazu natürlich auch die passende Musik. Mit der VR-Version von Vroom Kaboom kannst du die Straßen oder kann man die Straßen auf ganz neue Weise entdecken. Vroom Kaboom VR verleiht diesem Wahnsinn nochmal eine komplett neue Dimension. Ein besonderes Highlight für mich war natürlich hier der Bus. Der Bus ist super, super stark, hat ein Maschinengewehr vorne dran und während man auf der Straße unterwegs ist zur feindlichen Base, kann man Sachen einsammeln, wie hier zum Beispiel Öl. Es gibt Öl und Feuer und hier fahre ich versehentlich über eine Mine drüber. Auch die können vom Gegner gelegt werden. Wenn man mehr Punkte braucht, kann man seine Karten recyceln in der eigenen Base und kriegt dann entsprechend Punkte dafür. Karten aus dem Deck erscheinen im Laufe der Zeit immer mal wieder neu. Das heißt also, das Deck wird am Anfang eines Matches zufällig ausgespielt. Wir sind hier auf dem Weg zur feindlichen Base und sammeln jetzt hier gerade Öl ein. Man kann natürlich auch versuchen, den Gegner zu rammen, selber zu springen oder eben aber auch zu schießen. Ziel ist es halt, die gegnerischen Basen zu zerstören. Man muss dabei alle Basen des Feindes zerstören. Wenn man also 1 gegen 1 spielt, gibt es eine feindliche Base. Beim 2 gegen 2 gibt es zwei Basen. Und wer mag es glauben, beim 3 gegen 3 entsprechend drei Basen des Gegners. Die Line, auf der man fährt, kann man einfach mit einem Mausklick switchen. Beschleunigung übernimmt das Fahrzeug von selber. Man kann die Nitro noch selber steuern. Und mit Q und E kann man dann eben das Fahrzeug switchen. Hier sehen wir jetzt einen Bulldozer in Aktion. Auch der hat natürlich ein Nitro und dessen Spezialfähigkeit ist das Rammen. Die Kampagne ist sehr, sehr gut. Sie macht Spaß, sie ist zielführend und für zwischendurch ist es ein durchaus gelungenes Spiel. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne ein Like unter dem Video und wenn ihr mehr sehen wollt, auch sehr gerne ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit noch ein paar weiteren Eindrücken von Vroom Kaboom. Vielen Dank, sagt Sir Metalizer. Vroom Kaboom erscheint nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PlayStation 4. Also auch für Consoleros gibt es hier die Möglichkeit, das Spiel komplett zu genießen. Es ist spielbar mit der Oculus Rift, mit der HTC Vive oder aber auch mit der PlayStation VR. Wir sehen jetzt hier gerade noch ein wenig Panzer-Action. Man kann mit dem Panzer halt eben auch schießen und per Mausklick dann entsprechend die Line switchen, um halt eben die gegnerische Basis zu zerstören.